Also, Herr Flickenschild, ich habe versucht, meine Angebote individuell anzupassen. Damit haben Sie auch ins Schwarze getroffen. Und das wundert Sie? Gute Arbeit. Ich habe mich in dich verliebt. Ich glaube, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Tina, können wir noch mal reden? Der Teufel soll euch holen. Alle beide. Die werfen mir Befangenheit vor. Was? Wer? Warum? Ich habe keine Ahnung. Das darf doch nicht wahr sein. By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Die spekulieren hier, dass wir während des Prozesses schon ein Paar waren. Hat sich Annette Roth dem Staatsanwalt nur an den Hals geworfen, um ein milderes Urteil zu bekommen? Wenn das ihr Kalkül war, dann ist es offensichtlich aufgegangen. Sag mal, geht's noch? Ja. Das ist doch Verleumdung, oder? Da müssen wir was gegen tun. Aber Sie schreiben hier keine falschen Tatsachen. Nein, das sind hier nur Fragen und Mutmaßungen. Und die sind auch markiert. Also dieser Journalist ist ziemlich clever. Was heißt das? Heißt das, wir müssen das einfach so hinnehmen? Wir können eine Gegendarstellung erwirken, aber das hat keine Beweiskraft. Und wer liest schon eine Gegendarstellung? Wie kommt das Heide-Echo auf uns? Woher haben Sie dieses Foto? Das Foto hat Tammo gemacht. Das hängt bei mir am Kühlschrank. Wie kommt das ins Heide-Echo? Ich rufe Tammo an. Vielleicht hat er das gepostet. Malte ist jetzt auch. Dabei wollte ich doch eigentlich mit ihm reden. Reden? Ja, wenn ihr das hilft. Ich weiß nicht, aber das ist alles so belastend. Ja, das finde ich auch. Ich meine, du kannst nichts für deine Gefühle, aber ich kann halt auch irgendwie nicht so gut damit umgehen. Und es tut mir leid, dass ich dich gefragt habe, ob du schon immer was von mir wolltest. Das war blöd. Aber es hat eben alles verändert. Ja, ich weiß. Und das tut mir so wahnsinnig leid. Mir ist unsere Freundschaft so wichtig und ich wollte das alles mit mir selber ausmachen. Das hat ja nun nicht geklappt. Nee, das hat nicht geklappt. Okay. Ich werde auf Abstand gehen. Gut, wenn dir das dann besser geht. Ich hoffe. Also, denn im Moment gehen wir ja nicht sehr unbeschwert miteinander um. Na dann. Ist das nicht Ihr Vater? Hier im Heide-Echo. Was soll das denn? Warum schreiben die sowas? Hey. Ah. Hey, Papst. Ich hab's gerade gelesen. Ich glaub denen kein Wort. Du weißt, dass das Tammos Bild ist, oder? Ja. Hast du eine Ahnung, wie die Zeitung zu dem Bild kommt? Hast du mit Tammo gesprochen? Ich hab versucht, ihn anzurufen, aber er geht ja wieder nicht ans Telefon. Also ich glaub nicht, dass er das Foto ans Heide-Echo geschickt hat. Vielleicht hat er es auf Piktogramm gepostet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber mal anders gedacht. Wer hätte was davon, dir oder Annette zu schaden? Neumann. Ja. Vielleicht Rache? Das habe ich auch erst gedacht, aber Neumann hat von diesem Artikel nichts gewusst.
Hat er zumindest gesagt. Also wenn ich ihm Glauben schenken soll, dann... Es gibt auch gar keine Hinweise dafür. Ja, das heißt noch lange nichts. Aber wie soll er denn ins Foto gekommen sein? Keine Ahnung. Ich traue ihm alles zu. Es muss jemand anders gewesen sein. Ja, und wer? Ich möchte nur, dass er endlich Annette in Ruhe lässt. Kann es sein, dass der Prozess wegen des Artikels um Annette nochmal neu aufgewirbelt wird? Nein, eine Revision kann nur durch Rechtsfehler eines angefochtenen Urteils gestützt werden. Okay, und kann das Konsequenzen für dich haben? Ich bin gerade auf dem Weg zu Huber. Vielleicht lachen wir darüber. Also, dieses Korfu ist eine so wunderbare Insel. Ich war es leider schon so lange nicht mehr dort. Ich hoffe, dass Carla auf andere Gedanken kommt. Na, dafür wird ihr Vater schon sorgen. Das glaube ich auch. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Roth. Wie geht es Ihnen? Ja. Nein, wir haben alle den Artikel im Heide-Echo gelesen. Ja, das Heide-Echo dürfen Sie aber nicht so ernst nehmen, nee. Auch wenn es schwerfällt. Danke. Dieses Foto, das hing bei mir am Kühlschrank. Und jetzt ist es weg. Das Foto, das im Heide-Echo abgedruckt ist? Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier einbricht und das Foto klaut. Aber ich habe die ganze Küche abgesucht. Da ist nichts. Und wenn Sie mal beim Heide-Echo nachhaken? Verraten doch ihre Quellen nicht. Ja, stimmt auch wieder. Ich muss leider zur Arbeit. Ah, süß. Danke. Also, bitte, Malte Neumann war gestern Nacht hier. Ach. Na ja, er hatte ein wenig über den Durst getrunken. Und als er sich dann wieder im Griff hatte, da habe ich mich dann zurückgezogen. Das heißt, er war in der Wohnung? Das weiß ich nicht, aber ich bin ganz sicher, er würde so etwas niemals tun. Oh doch, das würde er. Danke, dass du gleich angerufen hast. Ach so, ja. Lass dich doch nicht zur Werkstatt fahren, wenn dein Schlüssel hier rumliegt. Ja, muss mir irgendwie zur Tasche gefallen sein. Du, Ben, wo du gerade da bist, hättest du vielleicht einen Rat für mich? Klar. Es ist, weil... Ein Transporter? Mhm. Der gehört einem Bekannten von Julia, die will sich verkleinern und ich brauche ja einen größeren. Aha. Du, aber so eine Anschaffung? Ausgerechnet jetzt? Ich kriege ja auch noch Geld für meinen alten. Und ich kann das von der Steuer absetzen. Nicht gut? Doch, das ist ein sehr gutes Angebot sogar. Ich will nur nicht, dass du dich gleich wieder übernimmst. Wenn meine Therapeutin hat gesagt, dass ich wieder arbeiten darf, nur deswegen bin ich hier. Tina, ich will nicht, dass du wieder einen Rückfall bekommst. Deswegen habe ich in der Therapie gelernt, Stress zu erkennen und ihn dann gleich zu eliminieren. Okay, wenn du das sagst. Vertrau mir doch. Ich liebe dich. Das ist doch ganz normal, dass man sich Sorgen macht. Hm. Nervennahrung. Soll ja auch helfen. Danke. Aber denk ja nicht, dass du was davon abkriegst. Auch nicht, wenn ich... Wenn ich den Transporter ansehe? Mal sehen. Haben Sie nicht erreicht? Hm? Ach, ich dachte, Dr. Althaus, aber geht mich ja auch gar nichts an. Ach so. Er hatte versucht, mich zu erreichen. Jetzt habe ich ihn zurückgerufen, aber sein Telefon ist aus. Naja, er hat viel zu tun. Naja, er wird sich schon melden.
wenn er sieht, dass Sie angerufen haben. Ja, das will ich hoffen. Ich muss ja wissen, wann ich ihn vom Flughafen holen kann. Er kommt zurück? Übermorgen. Ich habe mit dem Partnerkrankenhaus auf Sri Lanka telefoniert. Die haben es mir verraten. Oh Gott, ich bin so froh, dass er endlich zurückkommt. Ja, das sieht man Ihnen an. Er war ja auch wirklich lange genug weg. Ja, allerdings. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich ihn mit dem Hochzeitstermin überraschen kann. Oh. Herr Daimann. Ja, erwischen dich. Hol nur noch meine letzten Sachen und dann bin ich wieder voll und ganz im Carlos. Kein Problem. Ach so, ich wollte mich bei Ihnen noch bedanken für Ihre Unterstützung bei den Bewerbungsgesprächen. Sehr gern, da nicht für. Ja, Sie waren ebenso schnell weg. Ich würde natürlich gern wissen, wo wir jetzt stehen. Herr Dahlmann, Sie sind innovativ und überraschen mich immer wieder. Außerdem handeln Sie verantwortungsvoll. Sie können mit Geld umgehen. Nur davon habe ich im Moment relativ wenig, weshalb ich Sie ja auch um diesen Kredit gebeten habe. Womit wir beim Thema wären, Kredit. Ich habe darüber nachgedacht und mich entschlossen, Ihnen den Kredit für Fair Underwear zu gewähren. Wirklich? Sie können sich sicher sein, ich werde das Geld verantwortungsbewusst anlegen. Und vor allem kann Delays Onkel jetzt einen festen Liefervertrag bekommen. Das ist toll. Danke. Gut. Dann lasse ich den Vertrag aufsetzen, damit wir das zeitnah in die Wege leiten können. Aber auf gar keinen Fall die Zinsen vergessen, ja? Ich möchte nichts geschenkt haben. Aber Herr Dahlmann, Sie wissen, dass Sie in der Situation, in der Sie sich mit Ihrer Firma befinden, Prioritäten setzen müssen. Natürlich. Das ist aber nicht schwer. Ach ja? Nein, ich möchte, dass meine Mitarbeiter fair behandelt werden und gut bezahlt. Nicht so wie bei meiner Mutter. Dann machen Sie es anders. Das werde ich. Und dank Ihres Kredits kann ich das jetzt auch. Blinkschild. Danke. Also auf Frau Roth kommen jetzt turbulente Zeiten zu. Wegen des Artikels im Heide-Echo oder was? Das Heide-Echo, das lese ich aus Prinzip nicht. Das ist nicht gut für meine Wurzelchakra. Ich verstehe. Ja. Also die Zentrale der zweiten Chance in Hannover will Frau Roth für die Leitung des Vereins hier in Lüneburg überzeugen. Wow. Das würde Annette bestimmt sicher gut machen. Marvin, Herr Lüder, gute Neuigkeiten. Ich habe noch mehr Sponsoren für das Event im Hochseilgarten. Super. Sag mal, hast du eine Ahnung, wo Annette steckt? Ich konnte sie bisher noch nicht ins Boot holen. Wenn sie überhaupt noch mitmachen will. Warum sollte sie denn wohl nicht? Geht doch schließlich um den guten Zweck. Klar. Wir können Sie auch informieren. Nee, das mache ich schon lieber selbst. Ach so. Oh. Entschuldigung. Ja, Lüder? Ja. Meinen Sie nicht, es ist ein bisschen zu spät, um bei Annette zu punkten? Ich nehme jeden Punkt, den ich kriegen kann. Wenn ich als Geschäftsmann in dieser Stadt wieder was erreichen will? Annette hat keine Kontakte mehr und selbst wenn, glaube ich nicht, dass sie Ihnen helfen würde. Auch wenn Annette inzwischen vielleicht in einem anderen Boot sitzt, sie ist mir wichtig. Und ihr ist der Verein wichtig. Also helfe ich. Und punkte. Komm damit klar. Ja, das sehen wir doch. Was für ein Ego. Worum ging's denn eigentlich? Lesen Sie das Heide-Echo. Hey, na? Hey. Alles klar? Ja, klar. Alles gut. Ben, erzähl mir keinen vom Pferd. Wir kennen uns jetzt so lange. Ich war gerade beim Arzt. Ich habe mir meine Tetanusimpfung abgeholt. Und du weißt ja, Spritzen sind nicht so mein Ding. Und warum kommst du nicht zu mir? Zu dir? Du suchst doch nur nach einer Gelegenheit, mich zu quälen. Das stimmt. So, Butter bei die Fische, was ist los? Ich
Ich mache mir Gedanken um Tina. Ich finde, sie mutet sich zu schnell zu viel zu. Aber da haben wir doch schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass sie das im Moment wieder einschätzen kann. Sie will sich einen neuen Transporter kaufen. Das ist doch gut. Früher wäre der Gedanke daran schon viel zu viel gewesen. Du meinst, ich mache mir umsonst Gedanken? Ich glaube, dass du in der letzten Zeit einfach sehr viel zu tun hattest. Du hast durchgeackert, hast dich um Tina gekümmert, aber das musst du jetzt nicht mehr. Ja, und da bin ich mir eben nicht so sicher. Aber ich, jetzt geht's mal wieder um dich, dass du zur Ruhe kommst. Das ist gar nicht so leicht, plötzlich wieder umzuschwenken. Das weiß ich. Aber es ist nötig. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für die Familie. Ja, okay. Ben, du warst wirklich oft an der Belastungsgrenze. Das hat man dir angesehen. Ja. Ja. Ich versuch's, okay? Okay, ja. Das würde dir aber auch gut tun, mal ein bisschen zu relaxen. Ja, ich weiß, aber das werde ich demnächst. Henrik kommt zurück. Echt? Nee, das freut mich ja für dich. Oh, Notfall im Hotel. Na, super. Aber gleich danach fängst du an, dich zu entspannen. Ja, genau. Klar soweit? Ist jetzt nicht so kompliziert mit der Kasse. Du, dann könnte ich jetzt auch Verkaufsschichten übernehmen. Ja, super. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Moin. Hey. Ich habe Werner schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Der ist spontan nach Norwegen zu seiner Tante. Für länger? Keine Ahnung. Hm. Ja. Das gibt's nicht. Meine Mutter und Tobias machen einen Rückzieher. Was? Vilay hat mir gerade geschrieben, ich soll mal auf die Dahlmann-Younglein-Seite gucken. Und? Da steht, dass sie umstrukturieren. Das heißt aber lange noch nicht, dass sie aus dem Rennen sind. Naja, meine Mutter hat Dahlmann-Younglein nur gegründet, um für Underwear Konkurrenz zu machen. Das hat nicht funktioniert. Also macht sie den Laden jetzt dicht. Gratuliert man in so einem Fall? Glückwunsch kann ja nie schaden, oder? Glückwunsch. Ich danke dir. Aber? Ja, das hört sich jetzt komisch an nach all dem, was meine Mutter da abgezogen hat, aber so richtig gut fühlt sich das nicht an. Ich meine, es ist immerhin die Firma meiner Familie, der ich da schade. Die deiner Firma schaden wollte? Ja, ich sag doch, das ergibt keinen Sinn trotzdem. Hä? Was ist los? Meine Mutter gratuliert mit dem Hinweis, dass ich 4 Menschen arbeitslos gemacht habe. Das ist nicht deine Schuld. Nein. Okay, Simon, hör zu. Du hast deine Firma gerettet. Du schaffst Arbeitsplätze. Du schaffst ein harmonisches Arbeitsklima, was deine Mutter niemals hinkriegen würde. Ja, aber was ist denn, wenn es stimmt? Was ist, wenn ich dafür verantwortlich bin, dass da 4 Menschen ihren Job verlieren? Woher willst du wissen, ob es stimmt? Vielleicht manipuliert sie dich wieder. Okay, kann ich jetzt los? Ja, klar. Mach dich nicht verrückt. Ciao. Ciao. Jansen, sitzen Sie schon lange hier? Schon lange, denn ich muss doch wissen, wer bei uns ein- und ausgeht. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ganz praktisch, dann kann ich Sie nämlich fragen, ob Sie wissen, wo Lilly ist. Keine Ahnung. Schade. Wissen Sie was, das nächste Mal, wenn ich eine App auf Ihrem Handy installiere, dann kriegt sie es nicht mit. Bitte was? Das war ein Scherz, Lilly. Also, selbstverständlich, was war ein Scherz? Hoffe ich doch. Na, wo kommst du her? Läuft das jetzt so? Nur weil du nicht mehr auf diese App gucken kannst, muss ich jetzt jeden Tag zum Verhör? Ich wollte einfach nur wissen, wie es dir geht. So macht man das in einer Familie. Aber du kannst mir die Laune nicht verderben. Ich weiß nämlich was, was du nicht weißt. Henrik kommt in 2 Tagen nach Hause. Jetzt ist sein Handy wieder aus.
dann will er wohl nicht mit dir reden. Immer noch gute Laune. Ich habe eine 5 in Deutsch. Was? Das ist eine 2. Cool, oder? Richtig cool. Toll, ich bin stolz auf dich. Na, bitte. Ja, wirklich. So. Tschüss. Tschüss. Ach, Herr Finkschild. Herr Berger. Der Deal war, dass ich in Notfällen aushelfen sollte, solange Herr Eilers in Frankreich ist. Und jetzt soll ich prüfen, ob der Konferenzraum in einen Yoga-Tempel umfunktioniert werden kann? Herr Berger, wo liegt das Problem? Das wäre normalerweise Herrn Eilers Aufgabe gewesen, aber Sie sind seine Vertretung. Für Notfälle? Das ist ja wohl kaum ein Notfall. Das ist eine Arbeit, die dringend erledigt werden musste. Ein Yoga-Raum. Legen Sie Matten auf den Boden und zünden Sie ein paar Räucherstäbchen an. Für Sporträume gelten andere Sicherheitsvorschriften. Ich meine, gut, ein paar Räucherstäbchen wäre schon schön, aber was sagt der Brandschutz? Das meinen Sie jetzt nicht ernst. Herr Flickenschild, für sowas habe ich wirklich keine Zeit. Herr Berger, möglicherweise habe ich den Begriff Notfall etwas weit gefasst. Aber gut. Ich werde mich zurückhalten und Sie nur noch rufen, wenn es hier wirklich brennt. Also, bildlich gesprochen. Ja, sehr schön. Danke sehr. Sie haben zugesagt? Ja. Ja, ich freue mich sehr, die Leitung der zweiten Chance hier in Lüneburg zu übernehmen. Gut. Wenn auch erstmal nur vorübergehend. Oh, abwarten. Vielleicht wollen Sie später dann gar nicht mehr aufhören. So, jedenfalls freue ich mich sehr. Tschüss. Tschüss. Sag mal, wo warst du? Ich habe auf dich gewartet. Wir waren verabredet. Ja, mir ist was dazwischen gekommen. Entschuldigung. Und du? Mal wieder Kühlschrank auffüllen? Du musst es ja wissen. Mit meinem Kühlschrank kennst du dich aus, hm? Du hast das Foto abgenommen und es dem Heide-Echo gegeben. Was hab ich? Was denn für ein Foto? Das weißt du ganz genau. Das Foto von Ralf und mir. Hä? Ich weiß, dass du bei mir zu Hause warst. Du hattest die Gelegenheit. Ach, du meinst, als ich Frau Jansen nach Hause gebracht habe? Mhm. Da war ich Hacke stramm. Selbst wenn ich da ein Foto mitgenommen hätte, wüsste ich es jetzt nicht mehr. Ja, ich hatte mich besoffen, weil ich es nicht ertragen konnte, dass du dich dem Staatsanwalt an den Hals geworfen hast. Ach. Dann wusstest du also von uns, bevor der Artikel im Heide-Echo erschienen ist? Ja, kann sein. Aber mal ehrlich, warum sollte ich dem Heide-Echo ein Bild von euch geben? Das Schmierblatt kann euch doch gar nichts anhaben. Oh, komm. Sag bloß, der Staatsanwalt hat Probleme, weil das Heide-Echo über euch hergezogen ist. Warum kannst du dich nicht endlich aus meinem Leben raushalten? Annette, wir wollten noch was besprechen. Kein Bedarf. Ja, es ist mit Huber abgesprochen. 3 Tage. Also bitte verschieben Sie meine Termine. Ja, ich weiß, es ist sehr kurzfristig, aber es geht leider nicht anders. Ja. Ach, was wäre ich bloß ohne Sie? Also bis dann. Ach, meine Assistentin. Tja, ich habe kurzfristig Urlaub. Weil du das wolltest? Nein, wegen Huber. Er hält mich nicht mehr für glaubwürdig. Und ich würde der Behörde schaden. Was ist das denn für ein Chef? Er sollte dich aber besser kennen. Vergiss es. Er ist nicht der Typ, der sich schützend vor seine Leute stellt. Der kuscht vor der Presse. Fehlt nur noch, dass er verlangt, dass du dich von Annette trennst. Hat er nicht. Er hat gesagt, wir dürfen uns in der Öffentlichkeit nicht mehr zusammen sehen lassen. Und ich darf jetzt die Fälle nur nach Aktenlage bearbeiten. Was heißt das?
Das heißt, dass mein Job super langweilig wird und dass ich nicht mal eine Anklage vor Gericht vertreten darf. Und kann er das einfach so machen? Sauber ist das nicht. Aber es wundert mich nicht. Wir haben uns noch nie so wirklich gut verstanden. So ein Idiot. Und dass er mir jetzt einfach noch einen Urlaub aufbrummt. Also das ist wirklich ein Ding. Dann unternimm was. Es ist besser, die Sache erstmal ruhen zu lassen. Abzuwarten. Weißt du denn mittlerweile, woher die Zeitung das Foto von dir und Annette hat? Nein. Leider nicht. Leider nicht. Dahlmann, mir ist zu Ohren gekommen, Ihre Mutter hat die Young Line aufgegeben? Ja, so sieht es im Moment zumindest aus. Werden Sie das als Erfolg für sich? Also wenn es nur um meine Mutter ginge, dann ja, aber naja, es gab hier doch in Deutschland 4 Angestellte, die für das Einnähen der Etiketten zuständig waren und für die Qualitätskontrolle. Und jetzt fürchten Sie, dass diese ihre Arbeit verlieren könnten? Wenn ich meiner Mutter Glauben schenke, dann hat sie gefeuert. Mir gibt sie die Schuld dafür. Glauben Sie ihr? In dem Fall wäre es mir fast lieber, sie hätte mich belogen. Entschuldigung. Verdammt. Sie hat nicht gelogen. Doch, das hat sie. Indem sie Ihnen gesagt hat, dass Sie schuld seien. Es ist nicht Ihre Schuld, dass diese Menschen ihre Arbeit verlieren. Warum fühlt es sich dann so an? Weil Ihre Mutter genau weiß, welche Knöpfe sie bei Ihnen drücken muss. Also, lassen Sie sich nicht von ihr manipulieren. Na, du lässt es dir ja gut gehen. Irgendwas mache ich falsch. Ja, ich hatte einen Burnout. Deswegen habe ich gelernt, auf mich zu achten und genieße meine Pausen in vollen Zügen. Ja, machst du genau richtig. Du, ich wollte dir erzählen, dass Henrik zurückkommt. Was, echt? Ja. Ach, toll. Ich habe mit der Klinik dort telefoniert. Ich dachte schon, Ben hat dich geschickt. Wieso? Um sicherzustellen, dass ich mich nicht übernehme. Du siehst nicht so aus, als müsste man sich Sorgen um dich machen. Ja, fand ich auch. Aber um Ben mache ich mir langsam ein bisschen Sorgen. Gib ihm ein bisschen Zeit. Er hat in letzter Zeit so viel gewuppt, du bist nicht leicht zu ersetzen. Danke. Und ich glaube, er hat noch nicht gemerkt, dass er dir wieder die Verantwortung abgeben kann. Meinst du? Sonst ist er bestimmt wieder der Alte. Hm. Was man von Lilly nicht gerade sagen kann. Habt ihr immer noch Stress? Ich verstehe es nicht. Sie hat jetzt die Werkstatt als Rückzugsort. Sie durfte die App deinstallieren. Und trotzdem sind wir uns kein bisschen näher gekommen. Sei nicht traurig. Denk mal dran, wie du drauf warst in dem Alter. Ach so, nee, du warst ja so eine ganz vernünftige Pubertierende, ne? Ja. Trotzdem, Mädchen haben im Alter so eine Phasen, dass sie ihren Müttern unbedingt beweisen müssen, dass sie sie auf gar keinen Fall brauchen. Aus welchem Ratgeber hast du das denn? Aus gar keinem. Selbst jahrelang Tochter gewesen. Lilly möchte unbedingt den neuen Film sehen, den mit Tom Holland. Vielleicht gehe ich da mit ihr zusammen rein. Ja, würde ich probieren. Aber sei nicht traurig, wenn es nicht klappt. Ich versuch's. Haben Sie die Bewerbung schon raus? Naja, für den Wettbewerb. Bester Newcomer des Jahres? Frau Bergmann, ich habe gerade dafür gesorgt, dass 4 Menschen ihren Job verlieren. Ich werde da ganz bestimmt nicht mitmachen. Oh, okay. Muss ja auch nicht. Ich bin weg. Herr Dahlmann, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, Mitarbeiter zu entlassen. Das kennen Sie ja von Ihrem Vater. Der ist jetzt nicht unbedingt mein strahlendes Vorbild. Da haben wir beide etwas gemeinsam. Meine Eltern haben mich auch nicht unterstützt. Und trotzdem ist was aus mir geworden. Nicht unterstützt zu werden, ist das eine, aber ich habe das Gefühl, meine Mutter versucht, mir ständig zu schaden. Herr Dahlmann, haben Sie Vertrauen in sich und in Ihre Intuition. Es ist doch völlig klar, was Neumann vorhat.
Er will einen Keil zwischen Annette und meinem Vater treiben. Und mit Hilfe der zweiten Chance versucht er, sich an sie ranzumachen. Ja, damit könnten Sie recht haben. Das deckt sich leider mit dem, was ich vorhin beobachtet habe. Dem geht es niemals um den guten Zweck. Niemals. Jeder Mensch hat seine guten Seiten, auch der Liebe, Herr Neumann. Also in Ihrem Alter sollten Sie das wirklich besser wissen, Frau Janssen. Also bitte, ich kenne seine Ideen für die Charity-Chance. Die sind ausgezeichnet und das hat absolute Anerkennung verdient. Bitte. Aber es geht ihm nicht um die zweite Chance, Frau Janssen, sondern um sich bei Annette einzuschleimen. Ach, was heißt denn das? Ich bitte Sie, ein guter Zweck ist ein guter Zweck. Es geht doch um die Sache, nicht wahr? Um die Veranstaltung, um das Gute, das er damit tun will. Hauptsache, es geschieht. Entschuldigen Sie mich. Also, Frau Janssen hat recht. Es bringt Geld für den Verein. Herr Lüder, das weiß ich, das ist mir klar. Mir wäre es nur lieber, das Geld würde woanders herkommen. Verstehen Sie? Ja, haben Sie recht. Zwei Espresso, bitte. So. Mein Charity-Event ist bei der Koordinierungsstelle in Hannover angemeldet. Aha. Haben Sie mit Frau Roth gesprochen? Nö, noch nicht. Aber sie ist mir sicher mehr als dankbar. So läuft das nicht. Nein, wir wollen Ihr Event nicht. Als ob du das zu entscheiden hättest. Ja, durchaus. Wir haben Mitsprache im Verein. Und wir wollen nicht, dass Annette sich wegen irgendetwas bei Ihnen bedanken muss. Wiedersehen. Und was ist mit dem Transporter? Den würde ich mir schon gerne noch angucken, wenn du Zeit hast. Ja, klar, logisch. Jetzt gleich? Ja. Und danach würde ich dann Luis abholen. Und das wird dir auch nicht so viel? Nein. Es ist ein erfrischend langweiliger Tag heute. Okay, dann ist ja gut. Und wie geht's dir? Bei mir ist alles super. Ja. Du kannst mir ruhig sagen, wenn irgendwas ist. Ich schaff das. Die Schonzeit ist vorbei, wirklich. Es ist wirklich alles okay. Ich wollte dir auch nur sagen, dass ich dich liebe und dass ich für dich da bin, wenn irgendwas ist. So wie du für mich da warst die letzten Wochen. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön anstrengend war, alles zu übernehmen. Naja, es hat schon ein bisschen Kraft gekostet, aber es ist völlig okay. Und weißt du auch warum? Na? Weil wir zusammen sind. Und zusammen, da bekommen wir so ziemlich alles. Möchte morgen entlassen werden. Oh, okay. Nee, die Werte gefallen mir noch nicht. Ich spreche noch mal mit ihr. Okay. Schlechte Nachrichten? Ich habe Lilly gerade geschrieben, dass ich sie zum Kino heute Abend einlade. Und jetzt schreibt sie zurück, dass sie nicht mitkommt, weil sie lernen muss. Fleißig. Also Lilly lernt doch nicht. Sie hat einfach keine Lust, was mit mir zu unternehmen. Tun Sie Ihrer Tochter da nicht Unrecht? Frau Eilers, welches Kind in Lillys Alter würde lieber lernen, als ins Kino zu gehen? Es ist einfach schade. Ich hatte gehofft, dass sie Lust hat, was mit mir zu unternehmen. Ja, aber ist es nicht seltsam, wenn Sie jetzt gleich davon ausgehen, dass sie lügt? Ja, das stimmt. Vielleicht tue ich ihr damit Unrecht. Ja, ich glaube, das sieht sie dann vielleicht auch so, ne? Hey! Malte war's. Was? Das Foto, das im Heide-Echo abgedruckt wurde. Das hängt noch bei mir am Kühlschrank. Jetzt ist es weg.
Er behauptet zwar nichts damit zu tun zu haben, aber er hatte ein Motiv und die Gelegenheit. Und er wusste von uns, bevor der Artikel erschienen ist. Tatsächlich? Ja. Er hat sich verquatscht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es war. Und dass er deswegen auch nicht zu unserer Verabredung gekommen ist. Ja, aber das sind ja alles Indizien. Das können wir nicht beweisen. Ich finde, wir sollten es versuchen. Nichts ist älter als die Zeiten von gestern. Hat Huber dir Ärger gemacht? Nein. Nein. Ich habe mir einfach 3 Tage freigenommen, ein bisschen runterzukommen. Vielleicht entspannt sich die Lage dann einfach. Wir stehen das durch. Ja, ganz bestimmt. Sie haben recht. Herr Dahlmann hat durchaus eine Chance, zum Newcomer des Jahres gewählt zu werden. Das wollte ich hören. Und deshalb habe ich ihn auch heimlich angemeldet. Sie haben was? Naja, er will ja nicht. Aber sollte man nicht seine Wünsche berücksichtigen? Ach, ich bin mir sicher, er ist nur schüchtern. Und wenn er den Preis erst mal bekommt, dann wird er bestimmt dankbar sein. Hey. Sie können ruhig weitersprechen, oder was ist hier los? Ich habe gerade versucht, Frau Bergmann einen Rat zu geben, aber sie will ihn partout nicht annehmen. Weil sie gute Gründe hat. Ja, Frau Bergmann kann manchmal recht beratungsresistent sein. Im Gegensatz zu mir. Ihr Gespräch hat mir sehr geholfen. Ich weiß jetzt wieder, was richtig ist. Das freut mich. Deshalb habe ich die 4 Lehrerinnen, die meine Mutter rausgeworfen hat, bei Fair Underwear angestellt. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, außer für meine Mutter. Danke. Was, Frau Kielitsch davon? Nein, noch nicht, aber die wird nichts dagegen haben. Die findet die Idee bestimmt gut. Und ich dachte, Sie hätten es verstanden, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Was Sie hier machen, ist ökonomisch nicht tragbar. Aber sozial notwendig. Ja, aber Sie haben da gar keine Arbeit für die 4. Wir wachsen stetig. Herr Dahlmann, Sie lassen sich zu sehr von Ihren Emotionen leiten. Und das kann Sie teuer zu stehen kommen. Sie haben doch zu mir gesagt, ich soll auf meine Intuition hören. Ja, aber da wusste ich nicht, dass die an Ihr schlechtes Gewissen gekoppelt ist. Immerhin habe ich eins. Im Gegensatz zu meiner Mutter. Ich habe gerade einen Transporter gekauft. Das war ein super Angebot. Es wäre dumm gewesen, da nicht zuzuschlagen. Ah, jetzt muss ich nur noch meinen alten loswerden. Also den Transporter, nicht dich. Ich glaube, ich weiß da sogar jemanden. Echt? Ja, einer meiner Ersatzteillieferanten, der sucht schon länger was. Dein Alter wäre perfekt für ihn. Also wenn es einmal läuft, dann läuft's. Ja, aber die Pausen nicht vergessen. Ich weiß, deswegen sind wir doch hier. Hier kann ich immer am besten runterkommen und entspannen. Ja, und jetzt muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Bist du neidisch? Ja, ein bisschen vielleicht. Es war nicht einfach die letzten Wochen. Dann wird es Zeit, dass wir langsam mal was für dich tun. Oh. Du weißt doch, Töpfern ist nicht mein Ding. Ach, das hat Lilly auch zuerst gesagt. Bitte, probier's doch mal. Das hat was wirklich sehr Meditatives. Ich kann's ja mal versuchen. Ja. Oh, passt perfekt. So, okay. Okay. Du setzt dich am besten hinter mich. Ich zeig dir, wie es geht. Ehering ab. Ah, stört. So. Und jetzt? Jetzt die Hände nass machen. Okay. Okay, und nun? So, jetzt legst du die Hände hier dran. Genau. Die Daumen übereinander. Mhm. Und jetzt drückst du mit den Handballen dagegen. Ja. Wie fühlt sich's an? Nass. Und wie noch? Bisschen glitschig. Und wie noch? Eklig. Bisschen positivere Einstellung, bitte. Okay, Achtung, es geht los. Ah. Weißt du, hier unten gegendrücken? Ja. Okay, ich lass dich kurz. Warte. Und sei vorsichtig mit dem Gaspedal. Das ist kein Motorrad. Ja. Warte, ich mach den weg.
Tore, ist auch kein Gas. Ah! Das geht schon, geht schon. Ja. Ah. Alles gut, alles gut. Ich hab doch gesagt, ich nehme den weg. Willst du mich umbringen? Nein. Also Hände ran, ja. Gas geben. Ja, 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 ja. Ich. Mist. Kein Problem, das ist mir auch passiert am Anfang. Probier's doch gleich nochmal. Lass gut sein, hier. Es gibt doch nicht so schnell auf. Wozu denn? Das ist dein Ding. Mir macht das keinen Spaß. Das weißt du ganz genau. Dankeschön. So. Das war keine Absicht. So, kann ich dir helfen? Nein. Warum? Wobei? Beim Lernen. Du hast mir geschrieben, dass du lernen musst und ich dachte, ich kann dich vielleicht unterstützen. Nein, kannst du nicht. Lili, setz dich mal bitte. Musst du wirklich lernen? Mensch, Mama. Ja, ich... Irgendwas ist doch mit dir. Es ist alles gut. Ich glaub dir nicht. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vertraust du mir nicht mehr? Also gut. Eigentlich sollte das eine Überraschung sein. Aber du musst natürlich wieder alles kaputt machen. Henrik kommt heute. Er ist schon in Hamburg. Und gleich auf dem Weg hierher. Was? Ja, kannst du ihm ja erklären, warum die Überraschung nicht funktioniert hat. Oh nein, es tut mir so leid. Ich wollte so gern den neuen Tom Holland-Film mit dir gucken. Weißt du, wie schwer das war für mich, dir abzusagen? Ich versage gerade total als Mutter. Lilly, kann ich irgendwas machen? Das kann ich es wieder gut machen. Ja, du kannst mir versprechen, dass du mir endlich wieder vertraust und mir keine Sachen unterstellst. Mindestens bis zum 18. Ich gebe mir Mühe, ja? Pass auf, die Kinokarten habe ich ja schon gekauft. Vielleicht magst du mit Noah in den Film gehen. Echt jetzt? Mhm. Ich schicke dir die Karten auf dein Handy, okay? Danke. Und guck auf gar keinen Fall da rein. Morgen schaffe ich das leider nicht. Das ist kein Problem. Ich werde dir eine Weile nicht brauchen. Okay. Hallo. Ist das Ergebnis des Artikels aus dem Heide-Echo? Unter anderem. Immer das Gleiche mit dem Schmierplatten. Für meinen Vorgesetzten habe ich versagt. Und das lässt er mich auch deutlich spüren. Sie sind beurlaubt? 3 Tage. Und danach werde ich wahrscheinlich nur die ganz besonderen Fälle bearbeiten dürfen. Es wird eine ganze Weile brauchen, bis ich einen Gerichtssaal vor Ihnen sehe. Der Artikel schlägt hohe Wellen, selbst bei mir angekommen. Naja, wird viel geredet. Ja, aber die Nummer mit der milderen Strafe, weil sich Annette mir an den Hals geworfen hat. Gerüchte halten sich hartnäckig. Ja. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sich das wieder normalisiert. Aber Annette ist mir das wert. Hallo, Herr Flinkenschild. Hallo, Frau Krause. Wiedersehen. Tschüss. Ja, Abholschein. Ja. Herr Lüder und ich haben übrigens mal das Charity-Event abgesagt. Bitte was? Ich weiß, der zweiten Chance geht damit Geld durch die Lappen, aber wir... Nein, ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt geplant war. Na super, dann hätte ich sie auch gar nicht verraten brauchen. Ist gut. Alleine die Vorstellung, mit Malte so ein Event zu planen. Danke, dass du mir das abgenommen hast. Das ganze Geld wäre wahrscheinlich eh in die Malte GmbH geflossen. Ja, und dann hätte das noch mir als Veruntreuung in die Schuhe geschoben. Ja, das passt ins Bild. Er hat schon genug angerichtet. Allein die Sache jetzt mit Huber und euch beiden auch noch. Mit uns beiden was? Hat mein Vater dir nichts von dem Telefonat mit Huber erzählt? Doch, aber er ist mir so ausgewichen. Das kam mir gleich komisch vor. Marvin,
Jetzt sag schon. Uwe hat ihn wegen des Heide-Echo-Artikels beurlaubt. Und außerdem verlangt er, dass ihr euch in Zukunft in der Öffentlichkeit voneinander fernhaltet. Okay. Lilly? Nein. Du bist ja schon da! Oh mein Gott, du bist wieder da. Ich hab dich so vermisst. Ich dich auch. Sag mal, hast du gewusst, dass ich komme? Nein. Nein. Lilly hat mich verraten. Niemand hat dich verraten. Mhm. Ich war auf dem Weg zu meinem Lover. Oh. Ja, dann viel Spaß. Nein, bleib. Oh Gott, endlich bist du wieder da. Hey, was für eine Überraschung. Hey. Wollen wir nicht was essen gehen? Das würde Huber aber nicht gefallen. Marvin hat es dir gesagt. Mhm. Er dachte natürlich, du hättest es mir erzählt. Ich wollte dich nicht damit belasten. Und mir ist egal, was Huber sagt. Das sollte es aber nicht sein. Hier geht's um deine Karriere. Nein. Es geht hier um uns. Ralf, ich habe so viel kaputt gemacht in letzter Zeit. Nein, du hast doch keinen Fehler gemacht. Trotzdem, ich werde nicht dabei zusehen, wie jetzt auch noch deine Karriere den Bach runtergeht. Was willst du mir damit sagen? Ich finde, wir sollten tun, was Huber verlangt. Wir sollten auf Abstand gehen, solange das eben nötig ist. Preise im Wert von mehreren tausend Euro. Jedes Los gewinnt. Nur Sie haben verloren. Frau Janssen, dass meine Ex mir so eine Boshaftigkeit zutraut, geschenkt. Aber Sie? Das tut richtig weh. Naja, ich habe mich ja viel mit dem Thema Achtsamkeit und Selfcare beschäftigt. Ja, ja, ich weiß. Und? Und ich denke, das ist auch mal ein Thema für dich. Ich brauche nichts zur Entspannung. Schade. Ich dachte, ihr zwei könntet es mal miteinander versuchen. Wie viele Menschen hast du gerettet? Schon ein paar. Also. 220, 200? Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ist doch jetzt nicht so wichtig. Lass doch Papa mal von Sri Lanka erzählen.